Gnu. V. C. Kochen mit Flausch. Auf Linux Kites am 1. April. Haha, willkommen hier, Gnu VC, es geht wieder los. Ach, Moment. Es fehlt ja noch das Wichtigste. So. Ah, oh, herrlich, jetzt. Herrlich. Ja, die bekannt aus Funk und Fernsehen, diese Krawatte, die müsst ihr haben. Ja, und damit ein herzliches Willkommen. Und zwar zu einer Ankündigung. Und zwar werden wir am kommenden Freitag wieder... Shoppen werden wir nicht ganz, oder? Nicht ganz. Nicht aber ganz, es wird nicht genauso ganz. Seriös. Es wird richtig seriös. Am 1. April, am kommenden Freitag, werden wir ganz, ganz tolle Sachen machen. So ein bisschen können wir euch ein bisschen auf die Fährte locken. Und zwar schaut mal in die Mitte dieses wunderbaren Bildschirms und an die Seite. Egal, wo ihr hinschaut, ihr werdet immer das Richtige sehen. Oder rechts, ja. Genau. Das könnt ihr euch selber basteln, beziehungsweise herunterladen und dann basteln. Und das würde ich sagen, machen wir mal so ein bisschen als kleines Lifehack, Live-Tutorial hier. Weil ich habe ja. Das Ganze noch nicht. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Und ich habe ein Problemchen. Mein Drucker ist heute ganz, ganz gut gewesen. Schaut mal. Aber man sieht noch natürlich das richtige Gnu VC-Logo. Und ich würde sagen, wir basteln das mal gemeinsam, oder? Ja, das machen wir. Na, also, herrlich. Ja. So soll es hinterher aussehen. So soll es aussehen. Ne? In Farbe wird es auch Gnu VC-mäßig, denn es gibt dann ja Kochen mit Flausch. Kochen mit Flausch. Ja, mega. Ich freue mich. Ich habe hier eine Schere. Man nehme eine handelsübliche Schere. Ja, links oder rechts ist egal. Und, aber dann... Achtung, auf der einen Seite ist das Zeug schärfer als auf der anderen. Das ist wie beim Messer, bloß doppelt so schlimm, weil es ja zwei hat. Vor allen Dingen ist das auch ein sehr gefährliches Gerät. Damit muss man wirklich aufpassen. Also ist nichts für die Anfänger hier. Also lest euch da am besten dann auch immer die Bedienungsanleitung durch, wie man so ein kompliziertes Werkzeug dann verwendet. Und ich würde sagen, hier sieht man, also bei meiner Drucker-Ding sieht man das so ein bisschen. Ich zeige das hier mal rein. Da sieht man noch so ein bisschen die Striche, die wir machen. Da schneiden wir einfach von oben hier einfach rein. Ich versuche das euch mal so ein bisschen ranzudrehen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt gleich schneide. Aber das ist ja egal. Das erkläre ich ja gleich. Und genau. Dann können wir ja hier diese wunderbare Animation aus da. Dann kannst du dich ja einmal rüber beamen. Dann können die Zuschauer das nochmal viel größer. Oh ja, genau. Ich beame mich mal. Ja, wunderbar. 3, 2, 1. Ba, ba, ba-na-na-na, ba, ba, ba-na-na-na, ba, ba, ba-na-na-na, ba, ba. Ba-na-na-na, ba, ups, ich habe vergessen den Ton hier. Naja, es kann natürlich mal passieren. Ist ja schon ist fast ja live. Fast live. Und ich habe es jetzt fertig geschnitten. Ne? Das hat man jetzt wahrscheinlich dann nur mal kurz im Zeitraffer gesehen. Und so sieht das gut aus. Wir mussten hier noch ein bisschen was abschneiden natürlich, dass das hier, ihr seht, dass natürlich Millimeter genau dieselbe selbe Dicke hat natürlich. Und davon habe ich jetzt 3 Blätter. Ne? Ich glaube, ich habe es falsch erklärt oder du hast es falsch gemacht. Du hast den schmalen Streifen einmal komplett runtergeschnitten? Ja. Nein! Ach, das darf ich nicht. Egal, dann wird es ein bisschen anders. Aber gut. Das passt gar nicht. Aber gut, aber warte mal. Gut, dass wir Kleber haben. Das klebe ich jetzt einfach wieder. Warte mal. Klebeband? Ja, entweder natürlich Klebeband. Du kriegst das nicht mehr über den Kopf drauf. Aber wir machen das einfach so hier, ne? Schau mal. Schau. Oder so, ja. Ja. Genau. Ja, also das muss man hier immer ja sagen, ne? Muss man hier ganz fett markieren, nicht ausschneiden. Ne? Nicht ausschneiden. Man kann ja auch sehr kreativ dabei tätig sein und das so richtig toll machen. Ja, absolut. Oder eben auch nicht. Oder nicht, ne? Aber ich habe das jetzt hier mal abgeschnitten. So, das sind jetzt hier die 3 Teile, die muss ich noch extra zusammenkleben. Also entweder ihr macht es richtig oder ihr habt mehr Klebespaß. So, okay, gut, wunderbar. Also, ich habe hier eine wunderbare Flasche Kleber. Und jetzt darf ich ja richtig loslegen. Ein Produkt, was nicht genannt wird und das nicht gesponsert ist. Nicht gesponsert. Ja, genau. Nee. Schade, ne? Meldet euch. Nein, Spaß. So, okay. Jetzt habe ich hier... Oh, ach du dickes Ei. Man darf das nicht, man darf das nicht drücken am Anfang. Ups. Ja. Ah, oh, naja. Ne? Ach du dickes Ei. Das, ach komm, das so eine kommt Tastatur. Ja hier. Oh, nee, mein Mikrofon. Naja, aber das...
Na, ein paar Opfer muss man halt bringen, ne? Gut. Okay, ich würde sagen, ich klebe das jetzt so ein bisschen hier mal durch. Und dann klebe ich jetzt erstmal die Klebestreifen wieder ran. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und beim Kleben muss man natürlich auch aufpassen, ne, dass man hier nicht aus Versehen sich selber an den Tisch klebt. Ne? Das passiert auch manchmal den Besten. Von daher da auch wirklich nochmal am besten ein YouTube-Tutorial anschauen oder so. Ne? Kleber, auch sehr gefährlich. Aber nicht so gefährlich wie Lötkolben. Ja, die Lötkolben sind auch gefährlich. Das machen wir nicht. Genau, ansonsten kannst du dich auch sehr mit einer Flasche Kleber so selber beschäftigen. Ja? Und dann ist es so. Oh, Kleber. Oh, okay, gut. Wunderbar. Gut. Ja, gut. Richtig gut. So, wunderbar. Ich habe das jetzt hier fertig geklebt, ohne. Guck, dickes Ei. Also, mein Arm ist Mikro. Ja, mein Arm ist Mikro, aber egal. So, ich habe das jetzt wieder dran geklebt. Schau mal. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja, so, super. Und da fügst du jetzt quasi nahtlos, sodass man es gar nicht sieht, das nächste Blatt an. Machen wir hier mal so, zack, und so dann. Ja, genau. Oh, so. Mega. So. Ja, das mache ich jetzt direkt gleich nochmal. Ja. Ja, Leute, ist alles live. Da muss man natürlich auch mal schauen, dass man hier, ne. Ja. Die geben uns auch besonders viel Mühe, ne. Das ist natürlich... Mhm. So, wunderbar. Man braucht gar nicht so viel Kleber, ne? Meistens ist es weniger mehr. Ja, ne? ja. Genau. Genau, so, wunderbar. Dann haben wir das hier. Ach du dickes Ei, ich glaube, ich klebe jetzt alles fest, aber nicht das, was ich will. Und hinterher haben wir einen wunderschönen Papierball und den können wir dann formschön werfen. Hält zwar nicht so gut auf den Kopf, jedenfalls nicht ohne Kleber, kann man aber dennoch machen. Aber es ist ein rosaner Papierball dann, ne? Ja. Das ist doch schön. Hat auch nicht jeder. Genau. Und so, ihr könnt euch so viele rosane Papierbälle ausdrucken, wie ihr nur wollt. Ja, mega, mega. So, wunderbar. Und ich habe jetzt hier schon mal das zweite angefügt hier, ne? Wow. Und? Was? Was meinst du, was du mit dem dritten machst? Ich weiß es nicht, aber ich, wir schauen einfach mal. Jetzt muss ich das nochmal ankleben. Hier, ich brauche nochmal so ein Verbindungsstück. Das ist natürlich auch wichtig. Also eigentlich, diese Verbindungsstücke sind super. Warte mal, das ist ein kleines. Ich habe auch ein größeres, oder? Nee, das ist das große. Gut. Wunderbar. Dann muss ich das jetzt hier nochmal mit meiner ganz guten Klebeflasche hier nochmal auf. Ich zeige das nochmal. Okay, nein. Aber jedenfalls hier. Da kommt der Kleber drauf. Oh, tut dir gesagt, ich schaffe das ja mal gar nicht. Hier, zack. Da drauf und nicht daneben. Oh, ja. Schmeckt auch lecker auf Brot. Oh ja, absolut. Dann hält es auch endlich mal auf dem Brot, ne? So, gut. Dann, so hält der Belag auch auf dem Brot so und nicht nur auf den Zähnen. So hält der Belag auch auf dem Brot, ja, genau. Also so würde das theoretisch gehen. Nur muss man schauen, dass da auch wirklich Kleber rauskommt, natürlich. Zack, mach mal hier einmal hin. Und direkt die andere Seite, weil ich es kann. Oh, wunderbar. So, wunderbar. Dann ist der Kleber hier drauf. Oh, das riecht perfekt. Boah. Ja, schon ewig nicht mehr hier gebastelt, auf jeden Fall. Frühlingsfrisch. Genau, das sind die richtigen Frühlingsdüfte hier natürlich, ne? So, jetzt darf ich... Ach, du dickes Ei. Das ist ja so diffizil wie damals im Kindergarten, ich sag's dir. Bloß damals waren deine Finger noch kleiner. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber seitdem hat sich nichts verändert, ne? Gut. Also, dann würde ich sagen... Ach, du dickes Ei, ja. So, gleich ist es hier, fest, ich sag's euch. Gleich können wir hier die Hochzeit machen, nennt man das immer dann. Ne? So, Wunderbärchen. Boah, perfekt, jetzt habe ich hier direkt drei solche Sachen. Hui! Boah, mega, ne? So. Und jetzt wird's nochmal komplizierter, jetzt wird das Ganze einmal so zusammengedingst, so dass wir einen... Ja, sag bloß. Fleisch haben. Oh, okay, wunderbar. Die Frage ist natürlich, mache ich das jetzt so zusammen, dass die Logos innen sind oder dass die Logos außen sind? Das ist eine Geschmacksfrage. Also ich habe oben gemacht, ne? Aber du kannst das natürlich auch invertieren. Ne? Also, das dann ist hast natürlich du hier... die Frage. Das stimmt, das stimmt. Jetzt genau, mache ich jetzt mal den letzten Kleber hier drauf und dann, ach du dickes Ei, das wird gleich so eine Sauerei, ich sag's euch. Ja, mach mal hier mal da rein. Boah, perfekt. Ich habe ewig nicht mehr gebastelt. Das ist unglaublich, ne? Allein wegen des Bastelns sollte man das unbedingt machen. Und danach hat man noch eine tolle Mütze, ne? Mit der man sich stylisch sehen lassen kann. Ja, das ist so die Sache. Dann gehen wir hier mal rein. So. Kleben wir hier mal fest.
Mach mal die Benachrichtigung weg und dann geht's weiter. Und dann die letzter Klebestreifen hier. Der letzte ist der schwierigste. Der letzte ist der schwierigste. Da kann man viel. Das können Vielfalt. Nur die Profis. Das können nur die Profis. Da muss man wirklich aufpassen. Ne? So, so. Boah, das riecht so herrlich nach Kleber, ich sag's euch. Ach, mich krieg ich nichts davon ab. Oh, geil. Genau, so läuft das. So läuft das. So, hören wir hier mal rein. Ach du Scheiße. Das wird aber gar nichts. Nein, ich meine natürlich, das wird perfekt. Das wird perfekt. Aber wie groß ist denn das Ding? Groß genug. Ach du Scheiße. Da kann ich ja zelten. Also, jetzt habe ich das hier mal fertig zusammengeklebt hier. Wow. Ne? Und schaut mal. Ja. Na, wobei. Das ist schon. Hey, es geht. Es geht. Na, ja. Hey, das jetzt ist könnte schon ich fast so ein bisschen so ein Typ an der Tankstelle sein. So, hey, heute 10 Cent teurer. Komm ja noch mit dazu. Fritten? Ich habe heute Fritte mit dem Angebot. Okay, ja. Das wird herrlich. So, jetzt müssen wir hier noch so ein richtig cool. So sieht es auch echt stylisch aus, ne? Also, ja, das ist auch. Aber wir wollen das natürlich noch besser machen. Was ist doch? Ich weiß nicht, ob man es jetzt so erkennt, also was es sein soll. Aber Geschmackssache. Naja, gut, okay. Wunderbar. Oh, aber das ist noch nicht jetzt fertig. Jetzt brauchen wir. Entweder du hast noch einen Stift rumliegen oder du nimmst die Schere wieder rum. Jetzt werden diese einzelnen Dinger, die oben so abstehen, so wie so Geschenkband, einmal längs gezogen, damit sich das so krümmt. Ach du Scheiße. Ja, das hätte man nicht abreißen, aber krümmen. Ihr habt eben das Bild noch gesehen, wo es fertig war. So, das krümme ich jetzt natürlich. Also so eine Schere ist auch so ein Vielzweckwerkzeug hier, ne? Da muss man hier ganz, ganz vorsichtig das machen. Uah, ja. Wo ist die Kamera jetzt hier? Da ist die Kamera. Ich sehe zwar gar nichts. So, und dann kann man das so hier dann einfach so drüber ziehen. Wobei, ich habe die Angst, dass ich es ab... Ich habe die Angst. Ja. Da braucht man Fingerspitzengefühl. Boah, das ist auch richtig gutes ASMR-Geräusch. Fingerspitzengefühl. Jetzt kann der dazu kommen. Wie war da? Jetzt kribbelt das schön, ne? Jetzt kribbelt das schön, genau so. Jetzt können wir noch da hier Mikro ablenken, ne? So, da sind wir auf dem falschen Channel, Hauke. Entschuldigung. Ich habe ja auch gar nicht die Ohren aufgesteckt hier, ne? Also von daher, ne? Ja gut, nee, dann, ne? So gut. Ja. Und wir haben noch gar keine Bitties bekommen, also von daher wird das ja nichts. Wir haben noch keine Bitties bekommen. Los, gibt uns Bitties. Gibt uns Bitties, Mami. Sonst setzen wir uns im Pool. Das habt ihr davon. So, ich mach das hier mal ganz leicht so ein bisschen, ne? Ich will da hier nichts abreißen. Nee, abreißen ist komplett falsch, dann musst du wieder kleben. Ja, aber dann kann man wieder mehr kleben, also von daher. Mhm, Klebflasche. Oh, warte mal, ich soll die Klebflasche mal zumachen, sonst vertrocknet mir der Kleber direkt, ja? Dann brauchen wir ja auch nicht. So, zack, so, ist zu. Wunderbar. Weiter geht's. Genau, weil das können nur die Profis dann, ne? Die anderen Profis lassen die Klebflasche offen. Also ganz ehrlich, wie viele Leute lassen die Klebflasche bitte schön offen? Was das wieder kostet. Und denkt an die armen kleinen Klebetiere. Die werden täglich gemolken und das tut denen ganz schön weh. Das stimmt, ja. So, gut. Also, ich glaube, wir sind jetzt hier durch. Ich glaub, ich habe jetzt hier mal fast alles. Boah, hey, das hört sich aber auch gut an, ne? Das klingt perfekt. Das klingt richtig gut, Leute. Alles klar. So, herrlich, schaut mal. Jetzt ist das ja schon richtig gekrümmt hier, schaut mal. Oh. Ui, ja, das ist ja. Das sieht jetzt wirklich aus, so wie so eine Pommes-Tüte mit so labbrigen Pommes drin. Das ist genau richtig, so soll es nämlich auch sein. Okay, gut. Und jetzt muss ich das wieder zusammenkleben? Ja, jetzt klebst du es gekrümmt zusammen. Und jetzt wird es ganz diffizil. Ja. Da machst du hier so an den. Da immer so immer leicht Eckchen, ne? Immer schräg. Eck. Genau, so, immer so schräg und dann ergibt sich so ganz natürlich so eine Krümmung. Eine natürliche Krümmung natürlich. So. Eine natürliche, eine nicht natürliche. Perfekt, aber ich natürlich. Kann ich mal schauen, ob ich euch hier runter krieg, so ein bisschen. Ne? Oh. Mal, vielleicht hier. Das ist ja live. Alles live. Ja. So, okay. Und jetzt haben wir hier, schaut mal. Hey, ich werd hier Bastel-YouTuber, ich sag's euch. So, und jetzt nehmen wir uns so ein Ding hier, ne? Und tun das hier an der einen Ecke da. Ganz wenig, genau. Ne? Ja. Ich glaube, da kommt ganz wenig Kleber kommt raus. So, wunderbar.
Und dann, oh, das zieht auch immer so blöde Fäden, ne, wie früher. Und dann kommt das so ein bisschen zusammen. So, hier, ne, mal kurz genau. Bis 5 zählen, ja. 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist es hier super, ne. Oder stattdessen mal kurz auf den Abo-Knopf drücken, das ist ungefähr genau die gleiche Zeit, ne. So, und dann mach mal das jetzt weiter. Ich würde sagen, wir gehen hier mal ganz kurz in den Schnelldurchlauf, oder? Mega. Ach du Scheiße, das wird was, ey. Wie das hier. Boah. Das muss ich nochmal machen mit dem richtigen rosa Ding. Aber da habe ich ja unser gutes Tutorial, ne? Das muss man auch sagen. Das ist ja hier Hammer. Ach du dickes Ei. Jetzt weiß ich schon, warum du das offscreen gemacht hast hier. Aber natürlich, onscreen ist es ganz gut, ne? So, machen wir hier mal rein. 1, 2, 3, 4, 5 oder Abo auf Linux Guides. Oder nicht dabei sein, letzter Schluss natürlich. Genau, ja. Ein ganz, ganz guter Channel. Da gibt es fast genauso gute Tutorials wie das hier, ne? Ja, genau. Mit weniger Klebstoff allerdings, aber nachhaltig. Naja. Genau, machen wir hier mal drauf. Ach, billiges Ei. Das kann sich nur noch eine Stunde handeln, aber ich habe schon ein Drittel tatsächlich, ne? Oh, das geht doch zügig. Mhm. Also so ein Bastelspaß hatte ich schon lange nicht mehr, ich sag's euch. Ja, siehste? Ja, vielleicht müssen wir das wirklich häufiger machen. Ja, ne? Wunderbar, haben wir das. Ja, genau, so kompetent wie wir uns immer kennen natürlich. Zack, da haben wir's. Ich will das Klebererlebnis. So, okay, wunderbar. Dann machen wir mal weiter. Kleber. Lecker. So. Ich glaube, wir brauchen doch ein Sponsoring dafür, oder? Dieses Video wurde gesponsert von... Kleber. Kleber. Der ist gut. Der ist gut, Herr Kleber. Kauf mir Kleber. Kleber. So, okay, gut. Und das wird spaßig, ich sag's euch. Ach, du dich ein. Okay, das wird echt witzig. Ich glaube, meins wird nicht so schön zusammengedotzt wie deins. Aber auch richtig schön, ne? Vielleicht musst du die auch mehr verdrehen oder so. Ich glaube, ich müsste sie mehr verdrehen. Naja, das nächste Mal, ne? Ja, sieht dann aus wie ein Schornstein, ist ja auch was Schönes. Ja, da hast du recht. Ja, ich muss es viel, viel mehr drehen eigentlich, ne? Naja, gut. Ich mache das jetzt mal so ganz normal noch. Ne? Ah, ich habe die ganzen Hände voller Kleber, Leute. Das Klebererlebnis. Das ist so herrlich, ich sag's euch. So, ich habe jetzt mein letztes Drittel vor mir. Oh, go, 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 hey. Ja. Zack. Das muss am Ende wieder zusammenpassen, ne? Das wird witzig. So. Ja. Das wird witzig, ich sag's euch. So. Dann hier noch... Och nee, das geht, zerfliegt mir der ganze Mist hier. Nee, das geht schon. Zack, 1, 2, 3, 4, 5 Stück haben wir noch, ha? Ja. Okay, geh. Okay. Nur noch fünf. Nur noch fünf da. Schön, ja, zugreifen. Jetzt kaufen. Jetzt Flopcoins bereithalten. Ja. Die Blockcoins, wir kennen sie nicht. So, wunderbar. Gut, 3 Stück nur noch. Die gehen aber auch weg wie warme Semmeln, das, oder? Ganz ehrlich. Ja. Das musst du ja mal sagen, ne? So, wunderbar. Ne? Und tatsächlich, was auch wissenschaftlich in der Studie nachgewiesen wurde, wenn man so einen Hut aufzieht, dann werden die Zähne weißer. Also unbedingt auch dafür sehr hilfreich. Ne? Ich habe gehört, das wird auch neuerdings dann verschrieben von Zahnärzten natürlich. Aha. Von daher unbedingt dann... Oh, jetzt das letzte. Uah. Kommt da kaum noch Kleber raus, ne? Alles vollgeklebt. Oder weggeschnüffelt, ne? Eins von beiden. Ja. So, dann haben wir das jetzt hier. Und? Herrlich. Begeisterung, wie sieht das aus? Ne? Also ich hätte es ein bisschen mehr zusammen dimensionieren müssen hier. Ja, ich zeige euch das hier mal von innen. Ja, sieht ganz witzig aus. So, zack. Oh ja. Mhm. Und das kann ich jetzt hier aufsetzen. Natürlich, egal welches Logo man nach vorne hat, das sieht alles super aus. Es sieht immer gut aus. Von allen Seiten. Es sieht super in Schwarz-Weiß gut aus. Ist zwar nicht richtig. Oh, wie das passt. Oh, da war die Decke zu sehen. Aber schaut das. Das ist gut. Oh, herrlich. Ja, das
Das sieht doch gut aus. Oh nee, jetzt ist das Ding hier schon zerrissen. Naja, gut, das reparieren wir dann in der nächsten Folge. Nee, wir freuen uns auf jeden Fall wir freuen uns total bolle und so. Genau, wir freuen uns am 1. April um 19.30 Uhr auf Linux Guides. Werden wir eine ganz spezielle Show veranstalten. Und dafür, um hier dann richtig professionell und auch seriös natürlich aufzutreten, brauchen wir so ein Ding. Können wir auch hier nochmal kurz in groß zeigen. Wobei ich muss sagen, das Bild gefällt mir persönlich mehr. Aber jedenfalls, da haben wir es. Ne? Da haben wir es. So sollte es am Ende aussehen. Oder man macht sich halt eben so eine, ne, so ein bisschen. Und dann sieht es auch schön aus. Ne? Sieht ein bisschen aus wie ein Schneebesen. Wie ein Schnee. Oh ja, oh ja. Ja, vielleicht passt Kannst es ja auch. Kannst du selbst rotieren hier so. Oh, mega. Vielleicht passt es ja auch für nächste Folge. Ne? Gut, wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Abend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag. Ja, genau. Und tschüss. Ciao. Ach du Scheiße.